Honig ist auch super. Auch verrottete Sachen sind wertvoll für mich. Nicht vergessen, das ist Dünger. Klar, wenn es wirklich hat, wenn ihr wirklich am, wenn es bei euch im Argen ist, müsst ihr halt wirklich entscheiden, was ihr mitnehmt und was nicht, aber. Oh, da ist ja noch jemand. Oh, ein Sack mit Zement? 5 Kilo. Das ist ein bisschen viel. Ey, ich habe eine Schrotflinte gefunden. Na, endlich. Ich hätte nie gedacht, dass wir überhaupt eine finden. Okay, ich muss, glaube ich, mal kurz abladen. Hier finde ich viel zu viel Zeug. Ja, das Kohle kann ich schon gar nicht mehr nehmen. Bananen, ich hätte gedacht, da finde ich andere Sachen drin. Ich hätte gedacht, da finde ich Kuchen oder sowas. Das wäre mir tatsächlich lieber. Oh, ist ja auch noch Zeug. Muss ich aufpassen wegen der Anstrengung vor allem. Wie geht's uns? Wir verlieren Gewicht. Wir haben mit 80 angefangen. Das werden wir auch wieder erreichen, bin ich mir sicher. Wenn wir die jetzt, wenn wir es gleich ein bisschen entladen haben, dann hau ich hier nochmal alle weg. Ja, die Holzkohle wiegt zu viel, sehe ich gerade. Die Holzkohle schmeiße ich mal hier auf den Boden. Und die Orangen nehmen wir auch mal rein. Oh. Bin immer noch zu voll. Gibt's auch nicht. Du da. Schnauze. War merklich nur angestrengter. Ich bin nicht mehr so gut im Töten gerade. Zeit, dass ich das Zeug mal in den Rucksack packe. So, was reingehört. Auch das hier kann man ausmachen. Dass die außerhalb unserer Reichweite solche Sachen angreifen. Ich gehe erstmal oben in den Food Market. Vielleicht finde ich da ja bessere Sachen. Hier ist auch noch eine Tür, sehe ich gerade. Oh. Ich muss hierher kommen nochmal. Ach, das ist eine Wohnung. Also, wenn man es schafft, sich hier einzunisten. Wir haben noch frischen Käse gefunden. Ein Regenwurm, keine Ahnung, was er da macht, aber ist egal.
Okay, das ist gut zu wissen. Wenn man es in diesen Laden hier schafft, hat man vielleicht gar nicht so schlechte Chancen. Unten sind erstmal Lebensmittel. Und hier oben sind auch haufenweise Türen, in denen man sich erstmal verstecken könnte. Ist ja echt viele Wohnungen vor allem. Auch ein Baseballschläger, die mag ich eigentlich auch ganz gern. Da sind ja Nägel da. Pause. Noch eine Wohnung. Noch ein Kühlschrank vor allem. Den Käse kann ich tatsächlich benutzen für meine Falle. Noch ein Joghurt. Muss ich mal gucken, ob ich den... Oh, endlich einen Sack. Den brauche ich nämlich eigentlich auch. Okay, was haben wir hier drin? Nägel? Nägel? Kerzen? Taschentuch brauche ich jetzt wirklich nicht. Und Sack mit Zement. Der passt aber nicht mehr rein. Nägel. Und noch ein Sack mit Zement. Guck mal, dass wir das hier noch mitnehmen. Sind sogar noch gute Sachen dabei. Hätte ich echt nicht erwartet, dass ich noch unverdorbene Lebensmittel hier finde. Nach über einem Monat. Nicht mehr frisch, doch sogar noch frische Sachen. Und vor allem Süßigkeiten massenhaft. Und haufenweise Kram. Ah, die Kohle kann ich nicht mitnehmen. Eine wahrscheinlich nur. Hau mal kurz ab, die Kohle läuft uns nicht davon. Aber wir sollten es nachts nicht mehr draußen rumlaufen. Also hier in der Stadt ist es echt gefährlich. Nachts rumzurennen. Warum bin ich jetzt in Panik? Hier ist Büffos. Also hier ist eine richtige Einkaufsstraße hier unten. Ah ja. Ich komme auf jeden Fall jetzt nochmal wieder und werde versuchen, dass ich den Waffenladen da aufschweißen kann. Und warum zur Hölle werden es gerade so viele hier? Das sind echt viele gerade. Irgendwo geht es gleich los mit blockierter Straße. Ich würde das gerade mal versuchen. Mich von der Straße zu drücken. So ein kleines Stück. Dass ich da wenigstens durchfahren kann. Es scheint zu klappen, oder? Es bewegt sich ganz, ganz langsam nach außen. Weiß nicht, ob das gut fürs Auto ist, aber es funktioniert auf jeden Fall.
Mit dem wird es, glaube ich, leichter gehen dann. Hui! Das hat mich schon erschreckt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, er ist tot. Pack erstmal alles schnell weg. Wahrscheinlich verrottet jetzt die Hälfte immer Zeug von meinem Zeug. Jetzt habe ich tatsächlich auch den nötigen Sack, den ich brauche, wenn ich nicht schon hatte. Den Schinken könnte ich eigentlich gleich essen. Er ist nicht mehr frisch, deshalb macht er ein bisschen unglücklich. Oh ja, wir kriegen Schaden. Massiv langsam. So, Brennholzkohle habe ich doch garantiert noch hier. Das kommt da rein, die Süßigkeiten, die enthält Lutscher, das weiß ich. Kann ich noch Nägel groß rein? Ein paar, ja. Oh, der Zement geht da glaube ich nicht mehr rein. Rotfinde musst du da rein lassen, oder? Die wird mir noch gute Dienste leisten, wenn ich Munition dafür finde. Ich weiß gar nicht, wo wir Zigaretten gelagert haben. Streichhölzer kommt hier rein. Dann kann man gucken, dass wir noch mehr sammeln. Aber die verrotteten Sachen sollte ich vielleicht mal mitnehmen. In meinem Tornister habe ich auch noch Zeug, fällt mir gerade ein. Das ganze Zeug hier. Geschmolzene Eiscreme sollte ich auch mitnehmen. Die frieren mal wieder ein. Marinara-Soße haben wir jetzt auch wieder. Langsam aber sicher. Was habe ich jetzt hier eigentlich drin? Ach, da sind sogar noch frische Sachen drin. Scheiße, es ist verrottet. Oder war es schon verrottet? Ich weiß es gar nicht. Also verrotteten Sachen können da jetzt rein. Dann wird es auch besser. Passt es auch wieder mit dem Gewicht.
echt viel verrottete Sachen dabei, aber wie gesagt, die sind nicht unnütz. Das war die frischen. Dass wir noch ein frisches Tortenstück finden, wundert mich. Wird nicht lange so bleiben, ich weiß, aber die Butter kommt da rein und jetzt haben wir jetzt auch haufenweise ewig haltbare Nahrung. Ich habe ja vor kurzem auch mal wieder eine Tüte Chips gegönnt und ich muss sagen, ich fand's mega geil. Wenn man nach Ewigkeit mal welche wieder isst, die Eiscreme muss. Eiscreme verrottet, glaube ich, auch nicht, oder? Dose mit gepökelten Sachen, Käsenudeln, Lutscher. Alles super Dinge eigentlich. Salz hat keinen Nährwert, aber es hilft halt doch. Ah, wir können schon wieder rennen. Der Wurm. Kohle schmeißen wir auf den Boden. Ich habe einfach keinen Platz mehr. Ich habe mal den Rest. Müsste alles reingehen jetzt. Sehr schön. Ich habe einfach zu viel zu. Viel zu viel geplündert mittlerweile. Hörst auch nicht mehr rein. Hier noch überhaupt groß Platz. Da kann ich Schraubdeckel reinlegen, kann ich Schüsseln reinlegen. Kerzen kann da rein, das Kühlgehkissen. Leere Flaschen, Feuerzeuge. Wahnsinn, was man hier alles findet, oder? Das Beste ist, du kannst eigentlich nichts machen mit den Pistolen. Hier ist ein Baseballschläger mit Nägeln. Der ist auch ganz nett. Wie gesagt, ein bisschen weniger Wahrscheinlichkeit für einen kritischen Treffer, 5%. Aber an und für sich ist ja schon ziemlich geil. Allein die Tatsache, dass du einen Baseballschläger mit Nägeln hast. So kann ich die Axt noch ein bisschen schonen. Das kann man fallen lassen. Alles, was zum Lesen ist, kann hier bleiben. Die kann
Kann ich eigentlich auch hier fallen lassen. Hammer und Draht kann wieder rein. Das kann rein. Das kann eigentlich auch rein. Den Sack müsste ich draußen lassen. Die sind einfach nur zum Zerlegen später. Das kostet bis. Der Sack hat kaum Gewicht. Nehmen wir uns mal eine einzelne Schüssel und machen nochmal einen Salat. Können wir jetzt eine Orange oder so mit reinpacken? Ich glaube, der Pfirsich, den wir gefunden haben, der ist vergammelt, während wir beschäftigt waren. Langeweile, ja. Essen wir jetzt einfach mal kochen. Wie steht es im Kochen eigentlich? Dauert nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft. Alles eine Frage der Zeit. Okay, ich nehme die letzte Orange mit. Das ist für morgen früh. Wir müssen jetzt erstmal schlafen. Man kann auch ein bisschen länger schlafen, das ist vollkommen okay. Wahrscheinlich geht der Wecker eh wieder los. Mal kurz. Ich wundere mich gerade, warum ist denn mein. Okay, Zeit ist gleich rum. Nahrungssuche ist fast soweit. Oh, das hat mich gerade erschreckt. Boah, wie viel Erfahrung wir mittlerweile brauchen. Nichts gefunden. Nee, ich lasse es mal so. Gut, dass hier keine Zombies kommen, groß. Also, die haben wir zum Glück alle schon so weit weggeräumt. Sehr schön. Wieder eins gelevelt.
3000 Erfahrung. Wir erhöhen damit übrigens unsere Chance, dass wir was finden auch. Wenn wir das erhöhen. Da werde ich nichts mehr finden. Ah, da ist noch ein bisschen Chance. Laufen wir noch ein bisschen. Wir werden auch richtig nass schon. Beim nächsten Mal fahren wir nochmal da runter, würde ich sagen. Das wird jetzt aber ein bisschen dauern, bis ich die nächste Aufnahme mache. Gott, wie viel finde ich denn hier? Also wie steige ich denn auf vor allem? Ich gehe mal auf Stumpf der Verteidigung, dass ich weniger Chance habe, gebissen zu werden. Ja, wir sollten langsam heimgehen. Nicht nur, weil wir müde sind, wir sind auch sehr stark überladen. Was habe ich denn gefunden? Haufenweise Bären, Giftbären. Pilze, Äste, Kräuter, Hagebutten, wieder mal alles. Steine, das macht 3. Das macht allein schon 12 aus. Das Essen kann man kann echt viel Zeug finden, muss ich sagen. Wenn man den Skill hoch hat, dann wird man damit auch. Hallo? Wo kommst du denn her? Ich räume dich später weg. Wenn man den Skill noch höher hat, hat man wahrscheinlich auch viel besser. Also wird es irgendwann wahrscheinlich richtig leicht, was zu finden. So, werden wir schon leichter. Wenn auch nicht stark. Aber man merkt es trotzdem. Hallo? Habe ich euch nicht alle umgebracht? Die spawnen nach einer gewissen Zeit auch nach. Ich räume die später weg, wie gesagt. Wahrscheinlich, wenn ich hier wieder aufnehme, fällt es mir wahrscheinlich auf, dass hier einige Leichen liegen. So, jetzt. Ganzen Pilze, ganzen Bären, summiert sich halt auch. Die 10 Grillen mittlerweile schon, wow. Und hier. Die quasi Notration. Ah ja, ist auch schon verrottet. Okay. Ich würde aber sagen, das war Let's Play Project Zomboid für heute.
Ich hoffe, ich schalte wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir machen auch noch schnell einen Obstsalat. Und dann würde ich sagen, ich gehe offline. Beziehungsweise eher, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Oh, wir haben jetzt solche Beeren gefunden. Wie schön. Und die Orange haue ich jetzt mit rein. Ehe die schlecht wird. Und dann eine Brombeere. Dann haben wir einen optimalen Fruchtsalat. Ist er jetzt frisch? Ja. Also, wir haben jetzt einiges wieder gekriegt heute. Kochen bin ich auch noch ein Stück davon entfernt für die nächste Stufe. Kochen geht sauschnell gerade. Sprinten kriege ich permanent. Hier könnte ich auch langsam weitermachen. Also Nahrungssuche läuft mit am besten. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit Wichtlein TV. Bye, Leute.